Hi, ich habe mich hier mal im Zimmer meiner Tochter niedergelassen, weil wir gerade auch für sie hier ein Video gedreht haben und möchte euch zeigen, was ich Neues bekommen habe, und zwar von den Konsumgöttinnen zum Testen. Und zwar ist das ein Haarentfernungsgerät der Philips Lumea. Und schon die Verpackung sieht super toll und super edel aus. Und ich denke, wir packen das jetzt mal zusammen aus, weil das ist schon genial. So, wir haben hier also die Verpackung. Die kann man so hochklappen. Und da drin liegt jetzt hier nochmal zum Ausklappen das Gerät und dazu drei Aufsätze. Oh, jetzt macht meine Kamera wieder diese Knattergeräusche, wenn sie scharf stellt. Das macht mich wahnsinnig. Zusätzlich haben wir dann da unten drin noch die Bedienungsanleitung. Die ist super ausführlich. Und natürlich das Netzteil, bevor ich das jetzt natürlich ausprobieren kann, muss ich das Gerät natürlich erstmal laden, wobei die Ladezeit nicht so lange dauert, laut Beschreibung. Vorher sollte die Haut entharrt sein, das heißt rasiert, gewachst, wie man das auch möchte. So. Das liegt eigentlich relativ gut in der Hand. Hat hier oben das Bedienteil und hier die Aufsätze. Achso, da ist mir jetzt schon einer drauf. Wie geschickt. Den kann man eigentlich ganz leicht, okay, auf- und abmachen. So. Da gibt es unterschiedliche für unterschiedliche Bereiche. Kleiner, größer, runder. Das muss, der hier ist zum Beispiel rund. Das muss ich mir jetzt alles noch mal ganz genau angucken, welcher für was ist. Ah, hier sieht man auch, da oben ist ein Bild, für was das der ist. Hier zum Beispiel ist ein Bild der Achsel drauf. Hier Bikinizone. Der hier war Gesicht. Und auf dem hier ist gar kein Bild. Ich denke, dass das einfach der Standardaufsatz ist für Beine und größere Flächen, wofür ich das eigentlich auch mal ausprobieren und nutzen möchte. Liegt relativ gut in der Hand und sieht auch ziemlich schick aus mit den Farben hier, diese goldenen Töne. Ich bin mal gespannt, vor allem, wie es funktionieren soll. Ja. Ich melde mich wieder, wenn ich es ausprobiert habe. Ich komme jetzt gerade aus der Dusche. Das wollt ihr eigentlich nicht unbedingt sehen. Aber bei so einem Test möchte man ja eigentlich nicht nur sehen, wie jemand das Lumia auspackt und sagt, der liegt toll in der Hand, sondern auch die Ergebnisse. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das nach 2 Wochen aussieht, nach der ersten Behandlung. Das ist also mein Stachelbeerbein. Da sind natürlich jetzt wieder vereinzelte Haare nachgewachsen. Aber ich meine viel geringer. Jetzt werde ich die zweite Behandlung anschließen und schauen, wie das dann aussieht. Ich zeige euch jetzt mal, wie der Lumia funktioniert. Ich betreibe ihn jetzt nur mit dem Akku und ohne das Netzteil. Dann ist er ein klein wenig langsamer, aber trotzdem total wirkungsvoll. Ich schalte hier an. Direkt hört man, dass die Lüftung losgeht, weil es erzeugt ja Hitze. Dann gehe ich hier auf die Lupe. Ich soll gucken, welche Stärke meine Haut braucht. Ich habe recht helle Haut. Ich setze das jetzt mal hier einfach mal auf den Arm. Und jetzt seht ihr, es fängt schon recht schnell hier die 5 an zu blinken. Das ist der Vorschlag. Am Anfang dachte ich, das ist die stärkste Variante, ist aber die schwächste. Das bestätige ich
mit dem Häkchen. Und jetzt ist er eigentlich schon einsatzbereit. Hier wird ausgelöst. Mal gucken, ob ihr das seht. Ich mache das jetzt einfach mal hier am Arm. Eigentlich sollte es auf rasierter Haushalt. Ich habe hier eigentlich gar keine Haare. Ich will bloß, dass ihr das mal seht, wie das aussieht mit den Lichtblitzen. Und Schuss, wird warm. Jetzt dauert es ein bisschen. Immer wenn es bereit ist, leuchtet hier hinten ein Licht. Schuss. Bereit für den nächsten Schuss. Seht ihr? Und hinterher auf der Haut sieht man eigentlich nichts. Ich habe nur ein bisschen die Wärme gespürt. Ja. Und zum Ausschalten wieder hier drücken. Dann ist eigentlich fertig. Inzwischen ist es Mai. Ich habe den Lumea ein paar Wochen getestet. Nur an den Beinen im Moment. Unter den Achseln traue ich mich noch nicht so ganz. Das kommt dann als nächstes. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, die Härchen an den Beinen sind wirklich weniger geworden. Ich habe immer 2 Wochen gewartet zwischen den einzelnen Behandlungen und dann rasiert und wieder am Tag darauf dann das Bein gelichtblitzt, geblitzdingst sozusagen. Also Achtung, das ist ein Blitzdings, wenn ich das jetzt auslöse. Da vergesst ihr dieses ganze Video. Kennt ihr Men in Black überhaupt noch? Okay, also ich finde, das ist ein absolut tolles Hightech-Teil. Es liegt auch super in der Hand. Ja, Daumen hoch. Und ich bedanke mich, dass ich dieses tolle Teil testen durfte bei den Konsumgöttinnen. Sieht absolut edel aus und es hat auch noch Wirkung. Mein Mann möchte es übrigens auch ausprobieren. das machen wir dann mal demnächst. Dann darf mein Mann da auch mal ran. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.